Am Mittwochabend um kurz nach 20 Uhr ereignete sich auf der Hauptstraße in Kahn-Marienborn an der Einmündung der Eisenhüttenstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Die dortige Ampelanlage ist nur tagsüber in Betrieb und war bereits abgeschaltet. Eine junge Frau wollte mit ihrem Fahrzeug von der Eisenhüttenstraße auf die Hauptstraße einbiegen, missachtete dabei aber die Vorfahrt auf der Hauptstraße. Dadurch kam es zu einer derart heftigen Kollision mit dem Fahrzeug einer weiteren Frau, dass dieses umkippte und auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Beide Unfallbeteiligten wurden dennoch nur leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Hauptstraße bis 20:45 Uhr voll gesperrt.